Nee, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Hä? Nee, da zurück wäre jetzt wirklich Schwachsinn. Kann ich noch? Doch, ich wollte schon sagen, ich kann nicht mehr da durch. Geht's noch? Irgendwas muss ich hier übersehen. Irgendwas. Moment. Hier sieht es doch irgendwie verdammt danach aus, dass ich an einen neuen Ort hinkomme. Oh nein. Es könnte echt sein. Weil so würden wir quasi um den Spinnenraum durchgehen. Oder auch nicht. Ich mache jetzt bestimmt wieder irgendwas, das gar nicht nötig wäre. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich habe mich verirrt. Ich habe mich definitiv verwirrt. Verirrt. Verflucht. Da liegt noch mal eine Leiche. Sag was dazu. Jemand aus dem Dorf vielleicht, ja. Aber. Nee. Eine Schaufel. Moment, hier war ich doch noch nie, oder? Ich verstehe gar nichts mehr. Ah, da kann ich speichern. Das nutze ich. Das nutze ich. Nee, hier war ich noch nicht. Glaube ich jetzt. Moment, ich habe gespeichert. Es ist Nacht, ich kann da durchgehen. Ah! Da! Da! Da ist es, das Kackkind! Ich war in diesem Raum schon mal. Aber das Kind war nicht da, oder? Nee. Definitiv nicht. Diana, du willst mich retten. Dieser Ort ist furchterregend. Ja, tschüss, Mann. Was ist jetzt? Gamepad fallen lassen. Was ist jetzt? Ein betäubender Lärm erschüttert das Land und zerstört das Dorf des Bösen. Henry kann noch entkommen. Habe ich alle Kinder? Das Versinken des Schlosses markiert das Ende des Krieges gegen das Böse. Was? Habe ich alle Kinder? Oh bitte, habe ich alle Kinder? Henrys Heldentaten retten alle entführten 6 Kinder. Jawohl! Es geht euch gut. Sollen wir heimgehen? Eure Familien machen sich sicher Sorgen. Die Morgensonne erstrahlt Henrys starkes, sanftes und strahlendes Gesicht. Ich habe tatsächlich alle 6 Kinder gefunden. In relativ kurzer Zeit, glaube ich sogar. Also wenn ich nicht so oft umhergeirrt wäre das eine super Zeit geworden, würde ich behaupten. Wow. Aber auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich überhaupt alle 6 Kinder gefunden habe. Okay, Abspann. Ja, Zeit fürs Resümee, würde ich sagen. Es ist eine nette Idee, ja. Aber die Hinweise, wo die Kinder sind ja, was sage ich, das sind gar nicht vorhanden. Ja, ich meine, da bei wo wir zwei Türen hatten, links und rechts, wo wir diese komischen Wege aufsteigen konnten, ja, wo im ersten Mal durchspielen so ein Schlangenendboss war, ja, da hätte man einfach nur durchgehen können. Wenn man das nicht weiß, hätte man da das Kind vergessen und hätte es niemals geschafft. Das ist echt Kacke. Ja, und dann die Tatsache, dass man aus dem Sarg geht und dann den Raum verlässt und dann zurück in den Sarg geht und dann plötzlich irgendwo anders ist. Das finde ich mehr als nur unausgereift. Ja, das ist verwirrend, der Spieler weiß nicht, was machen. Und ja. Und jetzt zum Schluss. Ich meine, woher soll der Spieler bitte wissen, dass er irgendwo hin muss, wo er bereits schon war, nachdem er den Boss besiegt hat, weil da sich plötzlich verändert hat. Und zwar nur genau da. Das ist etwas, das ich nicht so ganz verstehe. Ja, aber wir haben es zum Glück gefunden. Aber ich glaube, diesen Raum mit der Schriftrolle, den haben wir auch gesehen, oder nicht? Ja, definitiv. Wir haben so vieles gesehen und der Spieler sollte genau darauf kommen, dass genau in diesem Raum irgendetwas ist, beziehungsweise das letzte Kind da ist. Ja, das ist irgendwie. Das ist eine kryptische Scheiße, finde ich. Ja, das. Nee.
Nee, das finde ich echt nicht gut. Das finde ich echt schlecht gemacht. Aber ansonsten ist es cool, eine neue Geschichte zu spielen in den alten Gebieten. Wir haben jetzt diesen Tunnel gesehen. Ich nehme wirklich an, das war die Geschichte dann von diesem Schneider. Ja, und ich glaube, seine Story und die von Carrie, glaube ich, hieß sie ja, die könnten wir jetzt bestimmt auch spielen. Aber ich habe schon beim Beenden des ersten Durchlaufes gesagt, das mache ich nicht mehr und das möchte ich auch nicht mehr tun, denn mit Carrie haben wir gespielt im anderen Let's Play und ja, ich bin überzeugt, mit diesem Schneider spielen alle, die das Spiel Let's Playen, ja. Deswegen lasse ich den jetzt einfach aus. Wir haben was gesehen, was bestimmt in seiner Story vorgekommen wäre oder ist oder tut oder keine Ahnung. Dieser Tunnel, vermutlich hat auch er gegen diesen scheiß Endboss gekämpft. Oh, dieser Endboss. Oh, ich habe noch nichts zu diesem Endboss gesagt. Es kann nicht sein, dass ein Boss einen grabbt und man nicht ausweichen kann. Man konnte nicht ausweichen. Echt, es ging nicht. Ja, beim ersten Mal in der ersten Form ging es mit Mühe und Not, aber in der zweiten Form, ich konnte machen, was ich will. Sie hat mich immer erwischt, ich konnte nicht entkommen und immer hat sie mir so viel Schaden gemacht. Hätte ich keine Heilung eingesammelt, der Kampf wäre unmöglich gewesen. Unmöglich. Ja, bin ich fast überzeugt davon. Unmöglich. Deswegen total beschissener Boss. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, nette Idee. Das erste Mal durchspielen hat wesentlich mehr Spaß gemacht. Gelöschte, da. Ja, mach halt. Das erste Mal hat viel mehr Spaß gemacht. Aber das hier, nee. Sie können erst zweites Kostüm. Oh. Stick nach oben schieben und das Kostüm. Aha. Sie können. Ah, Reinhardt, hier ist der Typ. Aha. Und Sie können Carrie einsetzen. Sie können Reinhardts zweites Kostüm verwenden. Nach oben drücken und Carries. Aha. Alles klar. Ja, das erste Mal durchspielen war super. Hier haben ein paar Sachen meiner Meinung nach einfach nicht gepasst. Ja, sorry. Ist meine Meinung. Aber wenn wir schon was freigespielt haben, wollen wir das dann auch noch sehen. So als kleines Extra jetzt in diesem Part. Was ist jetzt? Das Spiel laggt gerade extrem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Leute, Moment mal kurz. Jetzt scheint es zu gehen. Okay. Ich nehme einfach hart. Vielleicht sind nur hier die Kostüme anders. Ja, toll. Moment, ich speichere mal kurz hier. So. Und wir schauen uns Cornells Kostüm erstmal an. Einfach nur, wie sein Kostüm aussieht. Mehr will ich gar nicht. Drücke Start. Ja, super Kostüm. Super Kostüm. Sehen wir uns das noch kurz an. Ja, sieht toll aus. Und ich habe am Fuß eine Kette. Toll. Super Sache. So, wir sehen uns Reinhardts zweites Kostüm noch kurz an. Wir haben zwar nicht mal das erste gesehen, aber macht nichts. Von dem wollen wir die Story auch gar nicht erst sehen. Nö, alles ist gut. Wollen wir nicht sehen. Was? Ist das das zweite Kostüm? Okay, ich dachte, es ist ein normales Kostüm. Egal, spielt keine Rolle. Wir wollen uns noch das Spezialoutfit von Carrie ansehen. Vielleicht gibt es da ja einen kleinen Unterschied. Und Carrie hat diesen Schiffpart nicht. Nee, die war von Anfang an in diesem dunklen Wald. Nee, die ist auch hier. Hä? Die hat auch dieselben Klamotten, das gibt's doch gar nicht. Okay, sehen wir uns halt noch die normalen Klamotten von Reinhardt und Carrie an. Ja. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Ah, das ist das Optionale, verstehe. Bei denen muss ich quasi nach unten drücken. Ja, doch, das sieht anders aus. Jetzt noch das von Carrie und dann bin ich zufrieden. So. Henry kriegt kein zweites Kostüm, nee. Für was auch. So. Ah, sieh einer an. Ja, jetzt sieht sie anders aus. Sehr schön, wunderbar. Möchte noch kurz einen Gegner mit ihr töten, einfach nur aus Epicness. So,
So, perfekt. Okay, Leute. Ich habe gerade Pause gedrückt, deswegen dachte ich, was ist jetzt? So, mit diesem Endbild, Leute, würde ich sagen, das war es jetzt definitiv mit Castlevania Legacy of Darkness. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.